Leute, herzlich willkommen in der Moped Factory und bei unserem nächsten Adventskalender-Türchen. Heute ein ganz besonderer Leckerbissen. Unsere Zünder 442 steht auf dem Prüfstand und wird hier auf Herz und Nieren untersucht. Es geht weiter mit unserem Mofa-Quartett. Ihr kennt es, wir haben schon die Zündapp CS25, unser Rennmofa, die Puch Maxi und die Piaggio Ciao, die auch getuned war, getestet. Diesmal das erste komplett originale Mofa und deshalb bin ich richtig gespannt, wie da die Werte so sind. Also, ich fasse nochmal zusammen. Hubraum, Lautstärke, Drehzahl, Beschleunigung, Topspeed, noch eins, was mir gerade nicht einfällt. Und das Gewicht natürlich. Das Gewicht. Sehr interessant. Wir werden all das testen und das dann in unserer schönen Quartettkarte zusammenfassen und dann unserem Quartett das erste Mofa für die Originalklasse hinzufügen. Also ich würde sagen, erstmal können wir wieder den Hubraum abhaken. Auch hier haben wir 50 Kubik, also bis jetzt nur 50 Kubik Mofas. 50 Kubik tragen wir ein für den Hubraum. Und jetzt machen wir weiter mit dem Gewicht. Wir gucken mal nach, was die Original wiegen sollte und dann kommt sie auf die Waage und wir gucken, wie schwer sie ist. Und danach, wie laut sie ist, wie hoch sie dreht, wie schnell sie fährt, wie schnell sie beschleunigt, all das seht ihr in diesem Video. Los geht's! Also, wir haben getestet, wie viel sie wiegt. Ihr habt es gesehen, etwa 55 Kilo tragen wir ein, 55,5 waren es, glaube ich, in unsere Quartettkarte. Was hättet ihr geschätzt? Was steht in den Papieren? In den Papieren steht 50 Kilo. 50 war richtig? 50 Kilo. Aber natürlich leer. Also der Tank ist jetzt ziemlich voll. Und auch Getriebeöl drin. Ich denke, das passt ganz gut von den Werten. Also 55,5 Kilo eingetragen. Doch ein ganz Stück schwerer als die Ciao noch. Aber da hätte ich sogar gedacht, dass sie noch schwerer ist. Also, jetzt kommt die maximale Drehzahl und die maximale Lautstärke. Auch ganz interessant beim originalen Mofa. Mal gucken, wie da der Unterschied ist. Ich würde sagen, wir schmeißen unsere Testgeräte an und kontrollieren, wie die maximale Drehzahl und die maximale Lautstärke ist. Weiter geht's. So, als allererstes haben wir mal die Drehzahl abgehakt. 6600 waren es, glaube ich, ungefähr. Tragen wir in unsere Karte ein. Für ein originales Mofa, denke ich, ein ganz normaler Wert. Ja, hier ist ja auch nichts dran gemacht worden und dafür ist es doch okay. Also hätte mich jetzt gewundert, wenn es mehr wäre. Dann kommen wir hier zum Auspuff und zur Lautstärke. Die haben wir ja auch getestet und die war doch höher, als ich gedacht hatte. 103 Dezibel hier in unserem, zwar im Raum, aber wir haben ja immer gleiche Bedingungen hier, einen Meter entfernt. 103 Dezibel und damit kommt ihr doch fast an die Maxi ran mit ihren 106. Auch das tragen wir ein. 103, irgendwas waren es, glaube ich, Dezibel. Und unsere Karte ist ja jetzt schon fast voll. Fehlen noch zwei Werte, Topspeed und Beschleunigung. Dafür müssen wir raus, ab auf die Piste und das Ganze mal fahren. Ich würde sagen, wir holen die hier runter und gehen mal auf die Straße und testen dann Topspeed und Beschleunigung. Ich bin sehr gespannt, was da bei einem originalen Mofa rauskommt. Und dann sieht man mal wirklich, wie der Vergleich zu unseren Tuning-Mofas ist. Also, ab auf die Bahn, los geht's. Zurück
Und zu einer 442 fahren macht doch immer wieder Spaß. Also wir haben hier natürlich unsere alte 442 genommen, die wir schon vorher hatten. Zu unserer neuen seht ihr sicher auch bald noch ein Video. Also wir tragen erstmal die Höchstgeschwindigkeit in unsere Quartettkarte ein. Topspeed ist eingetragen. Beschleunigung haben wir natürlich auch getestet. 0 auf 25 und die schafft ja locker die 25. Jetzt ist unsere schöne Quartettkarte zu unserem ersten originalen Mofa voll und sind auch ganz interessante Werte bei. Und ich denke, da kommen sicher auch noch mehr originale Mofas dazu. Mal gucken, wir haben auch noch eine originale Chowder. Wenn die GT fertig ist, können wir die mit reinnehmen. Also, da gesellen sich sicherlich noch ein paar andere originale Mofas dazu. Ich bin sehr gespannt, was dann dabei rauskommt. Ansonsten schreibt gerne mal in die Kommentare, mit welchem Mofa ihr als nächstes weitermachen würdet. Von unseren natürlich nur. Oder falls ihr eure Sachen mal getestet habt, vielleicht hat ja einer von euch auch die ganzen Werte mal ausprobiert. Also, habt eine schöne Woche, fahrt ein bisschen Mofa. Ich wünsche euch viel Spaß. Hier ist eine Playlist, da kannst du direkt weiter gucken. Außerdem den Schrauberling besuchen, falls du Hilfe brauchst. Und ein Abo dalassen, kannst du uns natürlich auch. Ist kostenlos. Und wenn du die Glocke aktivierst, wirst du über alles benachrichtigt, was es Cooles von uns zu sehen gibt. Also, viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Ciao.